Bin ich ja gespannt, was mein Chef so für ein neues Buch für mich auf Lager hat. Kellner, könnten Sie mir bitte das Buch bringen? Besten Dank. Oh, Klopfenstein, den kennen wir ja schon. Klopfenstein, der Name kommt mir doch bekannt vor. Habe ich da nicht mal ein Interview mit ihm gedreht? Clemens Klopfenstein. Stimmt ja, und er hat auch Bücher geschrieben. Dieses hier ist Schwein gehabt und das böse Ende. Was mein Chef sich da überlegt hat, dass ich mir dieses Buch jetzt durchlesen soll, bin ich einmal gespannt. Ob Hausschwein, Wildschwein, Stachelschwein, ob Glücksschwein, Schweinkram, Ferkelei? Es gibt keine größere Leichtigkeit als die Leichtigkeit des Schweins. Gut, recht hat er. Ein sprachgewandtes Feuerwerk an urkomischen und gleichzeitig tiefen Einblicken in die Vielschichtigkeit menschlichen Daseins. Na, das klingt auch interessant. Gewürzt mit viel Peperoncino, getaucht in umbrischen Bauernwein. Eine Liebeserklärung an Italien. Ein Land voller Überraschungen. Aber zum Schluss dreht sich dann doch alles ins Böse. Klopfenstein. Umbrien. Das grüne Herz Italiens. Ein Schweizer Maler sitzt im Gefängnis von Spoleto und schreibt seine Wut aus dem Bauch. Denn er ist unschuldig. Er hat mit dem Tod des polnischen Mönchs nichts zu tun. Sein Versuch, die Umstände, warum Fra Filippo die Kellertreppe hinunterstürzte, zu erklären, führt ihn immer tiefer in ein dichtes Geflecht von Geschichten und menschlichen Schicksalen. Clemens Klopfenstein legt mit diesem Roman Feuer unter die romantische Verklärung stadtmüder Nordländer, die ihr Paradies in der bäuerlichen Idylle Umbrien suchen. Also so der Mix aus idyllischem Landleben, wahrscheinlich mit ein paar Kühen und Schweinen, wie man schon gelesen hat. Und andererseits ein Mord, Gefängnis, unschuldig Verurteilte. Lesen wir doch mal kurz rein. Am ersten Sonntag war die frisch verputzte Wand der Wegkapelle noch nass. Das hatte ich gehofft. Das Essen war super. Die alte Mutter Rossi ist eine traumhafte Köchin. Am zweiten Sonntag, ich konnte immer nur sonntags zum Mahlen kommen, gab es einen wunderbaren Lammbraten. Da kriege ich gleich Hunger. Einen wunderbaren Lammbraten, sodass ich danach nur mit Kreide eine Andeutung hinkritzeln konnte. Am dritten Sonntag waren bei den Rossi so viele Verwandte zu Gast, dass das Gelage bis um 6 Uhr dauerte und ich dann nur noch mit einem Grappa neben der Kapelle stehen und den Bauern die Idee und die Story von Laurentius erklären konnte. Ja, Lammbraten und Grappa, das erinnert mich an meine Pause. Wenn ihr mehr von dem Buch hören wollt, in der vierten Auflage erschienen im Spiegelverlag, dann kauft es euch. Klingt sehr interessant. Und wie wir ja schon in einem Interview, das müssen Sie auch noch unbedingt sehen, erfahren haben, ist Clemens Klopfenstein nicht nur ein begnadeter Buchautor, sondern auch einer der interessantesten Filmemacher der Schweiz und zusätzlich auch noch Maler. Also ein Talent für sich. Und da ist es doch wirklich ein Blick in sein Buch.